Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, das Evangelium ist sehr eindeutig. Manchmal sind wir ja vielleicht auch berechtigterweise ein wenig missmutig und sagen, wenn, ach, hätte sich der Herr doch in diesem oder jenem Punkt ein bisschen deutlicher ausgedrückt, dann wüssten wir, was zu tun ist. Aber wenn er sich deutlich ausdrückt, dann sind wir auch nicht zufrieden, weil das ist dann zu deutlich oft. Die Art und Weise und die Worte, mit denen Jesus die Apostel aussendet und damit auch die Menschen aussendet, die das Wort zu verkünden haben, die Nachfolger der Apostel, sind deutlich. Dann schicken wir oft so Wortwolken hinterher. Die sagen, na ja, uns trennt ja von dieser Zeit 2000 Jahre und die Welt hat sich so geändert, wir müssen uns ja irgendwie auch anpassen. Ja, stimmt alles, wissen wir alles. Aber das Gebot des Herrn, das er im Evangelium ausspricht an seine Apostel, besteht bis heute. Er gab ihnen die Kraft, die Dämonen auszutreiben, und er gebietet ihnen, außer einem Stab nichts mitzunehmen, keine Vorräte anzulegen, kein Brot, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd. In den Betrachtungen über das Markus-Evangelium, die Adrienne von Speyer für ihre Gemeinschaft gehalten hat, finde ich die Klarheit des Evangeliums wieder. Wir werden gleich ein wenig ihre Stimme hören. Und diese Klarheit kann man nur wünschen, wenn wir an diesen Donnerstagen vor dem Herz-Jesu-Freitag besonders um geistliche Berufe beten. Diese Klarheit muss man wirklich heute dringender denn je erbitten, auch für all die Anstalten, die sich den geistlichen Berufen widmen. Für die Klöster, die Gemeinschaften, die Priesterseminare. Denn in der Art und Weise, wie man lebt, wird das Evangelium entweder negiert oder vernebelt oder es klärt sich. Und ich habe einen bestimmten Verdacht, welcher Weg dort gegangen wird. Deshalb eine Stimme aus dem 20. Jahrhundert, die auch so weit entfernt war vom Evangelium wie wir und die dennoch in aller Klarheit spricht, eine wünschenswerte Klarheit. Einmal spricht sie von der Vollmacht über die Dämonen. Das hat einen doppelten Aspekt, sagt Adrienne von Speyer. Die unreinen Geister werden den Ausgesandten nichts anhaben können, also Keuschheit. So benennt sie das ganz klar. Wenn ich mir die Eiertanze vorstelle, die heute in Seminarien und Klöster um dieses Thema gemacht werden, dann gute Nacht. Man tut dann oft so, als sei Keuschheit etwas, dass man als, wir nennen das dann ein Charisma, das man mitbringen muss, damit man überhaupt sozusagen ins Kloster oder ins Priesterseminar aufgenommen wird. Und das hat man oder man hat es nicht. Das müssen die zuständigen Herren und Damen dann prüfen, ob man das hat oder nicht. Das ist Unsinn. Diese Keuschheit, die Macht über die Dämonen, muss man lernen. Und man kann das lernen. Sonst waren die Wüstenväter alle verrückt. Sonst waren die Väter und Mütter der Klosterregeln alle verrückt. Alle ihre Regeln, alle ihre Lebensweisheiten basieren auf dieser Einsicht, dass man etwas lernen kann und manchmal lebenslänglich lernen muss. Dieses Charisma ist nicht etwas, das man vorfindet und plötzlich bei sich schaut und denkt, ups, schau mal, schön, das habe ich ja. Nein, das ist entwicklungsbedürftig. Und wenn man es lernen kann, muss man es auch lehren. Und ich habe den Eindruck, dass diese Menschen heute fehlen, die das lehren, damit die anderen, die es wollen, auch lernen können. Was Jesus hier meint in seinem Aussendungsauftrag, er gab ihnen Macht über die Dämonen, Adrienne von Speyer nennt das, also Keuschheit. Sie ziehen im Gehorsam aus, indem sie die Sendung annehmen, auf einem keuschen Weg. Nichts Unreines wird sie berühren. Sie werden keusch sein, die Keuschheit lernen oder in der Keuschheit bleiben. Und sie werden ferner die Macht über die unreinen Geister haben, die ihnen erlaubt, die unreinen Geister nicht nur fernzuhalten, ihnen den Zugang zu versperren, sondern sie auch fortzuweisen,
sodass sie die Besessenen verlassen, ihre eigene Reinheit sich also ausdehnt zur Reinheit derer, mit denen sie in Berührung kommen. Auch das ist eine uralte Erfahrung in der Kirche. Genauso wie sich Unreinheit in einem unglaublichen Maß ganz subtil verbreitet und alle Klarheit verwässert, wie wenn man manchmal einen kleinen Tropfen in ein klares Gewässer gibt, von einer Tinte oder sonst irgendetwas, und das ganze Gewässer verseucht, so ist es auch mit der Unreinheit. Aber umgekehrt gilt es auch. Die Reinheit breitet sich auch aus. Sie strahlt aus und sie färbt ab. Und das Zweite ist die Armut, von der Jesus spricht. Auch das ist nicht einfach jetzt, weil Papst Franziskus davon spricht. Ich wundere mich immer darüber, dass jetzt alle erstaunt sind und sagen, oh, toll, jetzt entdeckt die Kirche die Armut. Wo war das Evangelium in den letzten 100 Jahren? Es ist gut, wenn der Papst das hervorhebt, aber er hat es nicht erfunden. Es steht im Evangelium drin. Und nach dem haben wir uns zu richten. Die Gesendeten sollen also von einem Tag zum anderen nicht wissen, wie sie leben werden. Und das ist das Gebot des Herrn. Arm sein, sagt Adrienne von Speyer, heißt nicht so leben, dass man vor Elend umkommt. Wohl aber so, dass man nichts für sich behält und die Güter des Herrn so verteilt, dass man seine Sendung ausführen kann. Ich finde sehr bedenkenswerte Sätze. Wenn wir uns darauf schon einigen könnten, dass diejenigen, die wach sind für den Ruf Christi oder die auch schon länger wach geworden sind, dass das die Grundlage ist, der Berufung nachzugehen, dann wären wir auch in der Kirche unseres Landes viele, viele große Schritte weiter.